Fahrt ist schon eine Hausmarke. Jupp. Da hat man schon mal eine Ansage auf der Karte. Aber sein Gegner kommt auch aus dem Grappling. Jupp. Nicht nur, aber ist hier wenigstens für sein Grappling bekannt. Also, ich freue mich auf einen spannenden Bodenkampf. Und sein Gegner, David Pierzoner, grappelt nicht nur im klassischen Sinne, sondern er ist auch Ringer. Kämpft für den TuS Garden. Ich bin gespannt. Meine sehr verehrten Damen und Herren Kämpfer, in der blauen Ecke kommt aus Genf. MMA Geneva ist sein Zuhause. So, David Pierzoner heute im grünen T-Shirt. Und von Fit und Fight Kiel. Bitte vor allen Dingen jetzt das Publikum vor dem Bildschirm nicht nur auf seine Mütze und sein grünes T-Shirt zu achten, nein, achten Sie auf die Socken. Ja, Hello Kitty Socken in rosa. Erinnert an Jeff Monson? Jo. Mit Hello Kitty. Hatte ich versprochen, dass wir zu dem nochmal kommen. American Top Team. Da, die Socken bleiben draußen. Hello Kitty darf nicht mit auf die Kampffläche. Weiße Fight Shorts. David Pierzoner aus Kiel, der Ringer vom TuS Garden. Grappler von Fit and Fight Kiel. Aus dem Norden, genau gesagt, aus Kiel. Er vertritt das Team von Fit und Fight in der Stadt. Gleichen Namen. Accessoires. Accessoires. Meine sehr verehrten Damen und Herren, großen Applaus für die Jungs drin. Second Sound, Ring 3, Runde 1. Gehen gleich in den Clinch. Ein paar Schläge auf den Oberschenkel. Fäuste zum Oberschenkel. Interessant. David versetzt eine Guillotine an, aber lässt sie auch wieder gehen. Hat gemerkt, dass er da keinen Winkel hinkriegt. Ist auch eine der am häufigsten angegriffenen Submissions, die aber gar nicht so eine gute Erfolgsquote hat. Nee. Nur aber der Kopf ist immer einfach zu greifen. Der ist eigentlich immer irgendwo da, ne? Jetzt versucht das mal mit Knien zum Kopf. Aber der Schweizer macht guten Druck, sodass der Kieler die Knie nicht rauskriegt. Die Hüftarbeit gefällt mir sehr von dem Schweizer. Hat er viel ist Druck. Unter der Hüfte seines Gegners, macht viel Druck nach vorne. Und da ist der Single Leg. Da wird der Ringer hier Single Legt. Und Reversal. Inside Control. Den jetzt wegzubekommen ist nicht einfach. Und er greift wieder nach dem Hals. Jetzt ist er in der Halfguard, der David Pierzoner aus Kiel. Bin ja wirklich Favorit der Halfguard. Ich favorisiere diese Position. Ich mag sie sehr beim Grappling, aber im MMA ist Halfguard unten keine gute Position. Das ist auch so ein bisschen Half-Mount, wenn man es richtig macht. Ja, der Gegner aber hat jetzt doch sehr viel Platz zum Schlagen. David aus Genf hat aber auch jetzt das untere Bein schon wieder reingebracht, sodass er einen Hook hat. Half Butterfly. Muss jetzt aber ein bisschen mehr Action zeigen. Lässt sich sehr viel Zeit. Der andere Hook, den er hat, der bedroht dann klar auch immer so ein bisschen den Rücken. Ja, aber dazu ist die Hüfte des oben liegenden Kielers einfach viel zu in der also viel zu mittig. Ja. Gute Base, auch wenn da nicht viel zum Ground and Pound jetzt kommt. Die beiden egalisieren sich gerade ganz gut. Mhm. Sieht man zwei gute Grappler. Aber da würde ich David Pierzoner gerade ein bisschen vorne sehen, da er doch immer mit Ground and Pound immer wieder arbeitet und punktet. Und die Position auch halten kann. Aber ohne dass er da ernsthaft in Schwierigkeiten kommt. Knie zum Körper. Schön gemixt. Jetzt mal wieder Fäuste zum Kopf. Da gibt der David Pierzoner ein schönes MMA-Debüt. Jetzt versucht er über den Kopf
die Position zu verbessern. Verstehe den Genfer gerade nicht. Der wirklich gar nichts aus der Position macht. Nicht mal die Hüfte versucht anzuheben seines Gegners. Sondern rein passiv nur die Schläge blockt. Ja, viele davon auch mit seinem Kopf. Tja, nicht die gesündeste Art, Schläge zu blocken. Der andere könnte sich die Hand verletzen. Nicht ganz unmöglich. Schiedsrichter Reiko Berz fordert beide Kämpfe auf. Zu mehr Aktivität und David Pierzonner hört auf den Schiedsrichter. Da drückt er den Kopf wieder weg. Nutzt jetzt auch gut den Catch aus. Hat da seinen Gegner wirklich gut unter Kontrolle mit dem linken Knie unter der Achsel. Zieht immer wieder den Kopf weg. Und drückt den wieder in Position. Serie von Schlägen und Tritten mit dem Knie zum Körper. Ist das erlaubt nach dem Regelwerk von Wheel of MMA? Nicht zum Kopf am Boden. Da sind nur die Schläge erlaubt. Und wieder die Position, die wir gerade schon hatten. Und David Pierzonner. Kommt denn aber über die Rückseite raus. Und jetzt muss der Kieler mal ein bisschen Medizin schlucken, die er gerade selber ausgeteilt hat. Die Ecke des Genfers weist ihren Kämpfer an, auf Französisch die Position zu stabilisieren und erstmal auf Nummer sicher zu spielen. Ich sehe ihn aber in dieser Runde doch leicht hinten. Also zu viel Sicherheit darf er da jetzt auch nicht bringen. Jetzt greift er mal den Headlock an. Ja. Harte Schläge. David Pierzonner drückt seinen Gegner in den Cage. In die Guillotine. Geht um wenige Sekunden der ersten Runde. David Pierzonner kommt wieder hoch. Raus. Schöne Hüftarbeit. Richtig schön. Schöne Hüftarbeit. Da sieht man den Ringer. Das wird aber nicht mehr reichen. Ende der ersten Runde. Wir gehen in die zweite Runde. Der Genfer sieht etwas mehr gezeichnet aus. Ja. War auch ein bisschen länger unten beim Ground and Pound. Der wird jetzt ein bisschen mehr bringen müssen, wenn er in der zweiten Runde weitermachen will. Leute, wenn er die erleben will. Ja, erleben würde er sie, aber also auch mal, wenn er nicht punkten würde, würde er gerade hinten liegen. Trotz des schönen Takedowns, den er sich geholt hat, hat er sich dann doch am Boden zu sehr dominieren lassen. Aber es bleibt spannend. Auch in der Gewichtsklasse bis 93 Kilo kann ein Faustschlag alles entscheiden. Schwerster weiter oben. Da. Ableitung und Unterstützung. Wieder Vorrichtung von der Kampf und dann kommt wieder auf Rundlauf. Vorletzter Kampf des heutigen Abends. Live aus der Universal Hall in Berlin. Ausverkauftes Haus. Super Stimmung. Runde 2. Zur zweiten Runde. Beide Kämpfer zum Touchblast. Sehr schöne Geste. Oh, schön mit der rechten rausgekommen. Ah, vielleicht hat er einfach mal ein bisschen mehr im Stand arbeiten sollen. Jupp. David Pierzonner jetzt mit harten Schlägen. Kurz. Versucht selber jetzt mal ein Single Leg. Und holt ihn sich. Und landet wieder oben, wieder eine Half Guard. Wieder schön mit der Hüfte dicht das dran. Das ist aber eine Half Mount. Sogar da kommt er in die Mount. Mount. Oh, sehr schwere Position für den Genfer. Hartes Ground and Pound jetzt raus aus der Mount. Der guckt David Pierzonner auch schon mal zum Ringrichter. Ende des Kampfes. David Pierzonner holt den Sieg nach Kiel. Ground and Pound aus der Mount. Referee Stoppage. Tja, und ich hoffe, dass wir David in Hamburg wiedersehen. Ich hoffe es. Bei Wheel of MMA Nummer 9. Da, schöne Geste von dem Genfer. Hebt seinen Gegner nochmal hoch. Und wir sehen auch im Gesicht von dem Genfer, da sind einige Fäuste durchgekommen. Ja, das ist doch jemand, den ich mir wieder auf die Fightcard wünsche. Wheel of MMA Nummer 9, 27.09. September 2014 in Hamburg. O2 World. In der O2 World.
Wheel of MMA wächst. Da ist auch. Die Hallen wachsen mit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Respektsbezeugung für zwei Kämpfer. So, hier gibt es nochmal einen Schub zu trinken. Schöner Kampf. Zweite Runde. Referee Stopping Third Round and Count. Der Sieg geht an David Piazzolla aus Kiel. Noch mal ein paar Fotos. Schönes Debüt von David Piazzolla aus Kiel. Meine Damen und Herren, begleiten Sie mit Ihrem Applaus aus dem Ring den Mann aus Genf, David Villa. Einen guten Kampf gemacht. Ja, in jedem Fall. Sehr schöner Kampf. So, es geht um die Uhr. Vorher gibt es noch die Rockwell-Uhr. Da, die Socken müssen wieder rein. Ja, warum müssen die Socken wieder rein? Das glaubst du. Der Mann wiegt 93 Kilo, kämpft 400 Mann und trägt beim Wiegen so eine Socken. David Piazzolla hat diese Socken von seiner...